Wer übernimmt die Rechnung für die Sicherheitskosten, die im Rahmen des G7-Gipfels auf Schloss Elmau entstanden sind? Darüber streitet sich Bayern derzeit noch mit dem Bund. Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen sagt Ministerpräsident Markus Söder: Wir ringen mit dem Bund noch um die endgültige Finanzierung. Die bisherigen Zusagen sind noch zu wenig. Der Freistaat habe sich nicht dafür beworben, die Veranstaltung auszurichten. Vielmehr sei Bayern einer Bitte des Bundes nachgekommen. Deswegen sieht Söder es wohl nicht ein, die Kosten zu tragen. Bundeskanzler Olaf Scholz sei als Gastgeber bereit, die Rechnung für den G7-Gipfel zu übernehmen, erklärt Söder weiter. Bei Finanzminister Christian Lindner ist das bisher nicht so ausgeprägt. Der CSU-Chef sei aber zuversichtlich, dass wir das im Nachgang noch regeln können. Andernfalls bliebe ein bitterer Nachgeschmack. Medienberichten zufolge geht es um eine Rechnung in Höhe von rund 180 Millionen Euro.